Am Wochenende fand auf dem Sonnenhof in Denkendorf zum 5. Mal das Zweitakt- und Ostfahrzeugtreffen Süddeutschland statt. Aus ganz Deutschland und sogar aus Großbritannien reisten Gäste mit ihren Fahrzeugen an. Klaus Hornung, Leiter des Vereins, erzählt uns etwas über das Treffen und den Verein. Also dieses ist unser Fahrzeugtreffen, das findet alljährlich statt in Denkendorf. Dieses Jahr hier auf dieser Campingwiese mit dieser Gaststätte daneben. Und ansonsten machen wir das, wie gesagt, zum 5. Mal. 2013 haben wir begonnen und es wurde jedes Jahr mehr. Und die Resonanz hat uns einfach gezeigt, dass wir was Größeres brauchen, den Leuten das ganze Wochenende Strom und Campingfläche bieten können und auch Unterhaltungsprogramme, die dann den ganzen Tag über ablaufen und die Verpflegung stemmen. Das ist so quasi. Es gibt dann eine Ausfahrt, es gibt Vorträge zu der Geschichte, Automobilgeschichte und ähnliches. Und das ist dann so ein ganz gutes Rahmenprogramm, wo jeder bestimmt einen Teil findet, den er mag, wo er Spaß dran hat. Also den Verein gibt es jetzt erst seit 2014. Wir haben damals eigentlich eine Interessengemeinschaft gehabt. Das waren ungefähr 8 Leute, die haben sich mit ähnlichen Fahrzeugen ab und zu mal getroffen, um Ausfahrten zu machen und ähnliches. Und dann haben wir quasi 2014 einen Verein gegründet, damals mit 8 Mitgliedern. Mittlerweile sind es 40 Mitglieder und ich denke, es ist ein gesunder Wachstum immer, aber trotzdem immer noch. Man schaut sich die Leute dann schon an, aber die müssen irgendwo das Gleiche im Blut haben, sonst funktioniert es nicht. Also die weitesten Anreisen sind wirklich aus Großbritannien, muss man sagen. Die haben sich schon recht früh angemeldet, ist eine Gruppe mit 12 Fahrzeugen. Und ansonsten hatten wir letztes Jahr zum Wen aus Ungarn. Wir haben immer Leute aus der Schweiz noch und viele sind aus Deutschland. Potsdam Mittelmark zum Beispiel hinter uns und also eigentlich regional und überregional. Also es ist schon fast so, dass auch aus anderen Gebieten Leute herkommen, auch aus Europa. Also es ist schon guter Wachstum da und es freut uns natürlich dann. Viele Besucher kamen und schauten sich die Schmuckstücke an. Die Teilnehmer konnten mit ihren Fahrzeugen bei Spielen mitmachen und dabei Punkte sammeln. Der Spielmannszug der Feuerwehr Denkendorf trug zur musikalischen Unterhaltung bei. Bernd Gobel hat mit seinen Vereinsfreunden den langen Weg von 620 Kilometer aus Brandenburg auf sich genommen. Wir kommen hierher durch den Kontakt zu dem Veranstalter, den wir in Eisenach kennengelernt haben und als sehr guten Freund gewonnen haben. Und er hat uns halt gebeten, dass wir mit unserer Technik, die hier relativ selten ist, wie zum Beispiel der Wartburg 312 aus dem Baujahr 1962 als Camping, den hat er hier überhaupt nicht und hat darum gebeten, dass wir damit mal herkommen. Und dann haben wir gesagt, du kommst zu uns, wir kommen zu dir. Es ist ein völlig anderes Flair als in den neuen Bundesländern, muss man mal sagen. Es ist hier eine Euphorie, eine Genauigkeit bei den Fahrzeugen, die wir hier sehen, die sind so gut zum Teil restauriert, sodass ich sage, als Fachmann, ich bin begeistert. Viele Teilnehmer übernachteten in ihren älteren, liebevoll hergerichteten Wohnwägen oder zelteten auf dem Autodach. Auch im nächsten Jahr wird das Fahrzeugtreffen wieder stattfinden.